Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu dieser Folge Pokémon Blau. Wir sind stehen geblieben in Team Rockets Versteck. Ja, ich nehme wieder mit OBS auf und wir sind wieder hier. Und ja, ich hoffe, es war wieder alles flüssig. Diese Folge war ganz okay. Ich fand halt die Audioqualität vom Spiel oder vielleicht auch von mir, weiß ich nicht, etwas komisch, etwas schlecht. Weiß ich nicht. Ich habe die Folge noch nicht hochgeladen, aber ich habe sie nur kurz angeguckt. HP Plus haben wir gefunden, ne? Das ist eigentlich ganz gut. Aber wo geht's jetzt weiter? Warte, hat uns den Schlüssel eigentlich jetzt gegeben? Oder müssen wir noch... Ach, wir müssen bestimmt nochmal ansprechen, oder? Mist, ich hab den Lift up noch verloren. Oh Gott, Facebook! Wie regelt Nintendo solche Probleme? Wenn du gewinnst, kriegst du den Lift up. Du redest doch nochmal mit ihm. Oh nein, ich hab ihn verloren, direkt neben ihm. Er kann ihn nicht finden. Oh wow, Nintendo. Traurig. Und das ist noch trauriger. Scheiße, das geht so nicht. Kann man nicht machen. Das geht doch nicht. Nein. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach eine Attacke weg. Hornbohrer schmeißen wir weg, weil wir brauchen das einfach nicht. Ich habe jetzt entschlossen, unnötige TMs, die wir haben, wegzuschmeißen, wenn wir keinen Platz haben. Den Rest, den wir haben, den wir nicht gebrauchen, verkaufen wir einfach. Lüftöffner, ja. Nice. Ich weiß auch schon, wo wir lang müssen. Da waren wir noch nicht in der letzten Folge. Ich glaube, ich wollte noch irgendwas ansprechen. Ich kann mich nur nicht ganz erinnern, was ich ansprechen wollte, um ehrlich zu sein. Weshalb? Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Soll ich mal nachgucken? Komm, ich bin jetzt so geil, ich will es nachgucken, was ich sagen wollte. Ach ja, I remember. ich hab mich auf jeden Fall erinnert, nicht nur kurz in die Folge reingeguckt, nein. ich mache währenddessen hier dieses Rätsel. Und zwar wollte ich ja noch erwähnen, dass ich meinen Content etwas verändert habe. Und zwar in der Richtung, dass ich jetzt ein bisschen mehr so mit anderen Dingen mache. Zum Beispiel packe ich jetzt nicht nur Let's Plays rein, sondern auch ein bisschen Unterhaltung, sowas wie Comedy oder so. Oder halt irgendwas, wo ich einfach nur cringy Sachen mache. Und auch ein paar Themenvideos kommen hin und wieder. Das habe ich angefangen im Adventskalender von 2017. Das habe ich dann dort angefangen. Ich glaube, wir müssen hier so lang. Das ist so langweilig. Guck mal. Der ist so langsam, ey. Da habe ich gleich schon keine Lust mehr, hier das Rätsel zu machen, aber ich muss... Wait. Wir müssen... Wenn wir lang... Ich glaube, hier lang. Aber wait, ich will das... Da ist noch rechts ein Item, oder? Wait. Ich will es nicht wissen. Ich sag, wir tun es mal so, da ist kein Item, okay? Gut, hier wäre das dann gewesen, weil ich nicht gezeigt habe, weil ich nicht wollte. Hier ist das. Aber hier ist noch was. Und zwar ein Raum mit zwei Gegnern und einem Item, die ich noch schnell machen möchte. Alarm, Eindringlinge! Stimmt, der war es mit dem Alarm. Ich dachte, den hätten wir schon besiegt. Schade, egal. Wen habe ich denn jetzt eigentlich vor? Sander. Ah, stimmt, ich wollte den da tauschen, ne? Egal, komm. Sander macht jetzt noch Level 30 und dann tauschen wir ihn aus. Ich würde gerne mal... Ich weiß nicht. Ich gucke mir mal vielleicht später oder so ein Tutorial an. Nice, Level 30. Wie man Videospiele oder... Was ist Videospiele? Ja, genau. Auf dem PC Controller anschließt. Ohne irgendwelche bestimmten Software oder ein Produkt. So wie Nintendo hat, ne? Ja, Achso, stimmt. Ich will ja tauschen. Und zwar wollte ich sagen... Satsu macht ein Level Up und dann... Kann Patex. Ja, mit Controller ist es ein bisschen angenehmer, finde ich. Als mit Tastatur. Ich meine, es ist kein großes Problem. Ich könnte das jetzt auch durchmachen ohne Controller. Das ist jetzt nicht das Ding, ne? Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Ja, auf jeden Fall wollte ich noch erwähnen, dass die Let's Plays sehr Spaß machen. Und ich kann einfach kein Let's Play nicht jeden Tag rausbringen. Das ist einfach... Es ist möglich, aber es wird mich sehr enorm stören und ich mache sie sehr oft, okay? Aber hin und wieder mache ich auch was anderes von Content, deshalb kann ich sie auch so gesehen gar nicht mehr jeden Tag hochladen. Ich konnte ihn nicht stoppen.
Aber ja, ich. Ab jetzt werde ich wieder versuchen. Nochmal. Zum 9. Mal ein Versuch. Ach, stimmt, ich habe keine weiteren Reden, Fragen, bla bla. Kann ich eigentlich. Das Item ist wichtig. Du kannst es nicht wegwerfen. Ja, okay, das wollte ich mal testen. KP Plus könnten wir mal verwenden. Wer könnte denn mal ein KP Plus. Irgendwas random. Oder warte, wir haben ja ein Sonderbonbon, wollte ich schon sagen. Ja, genau, da haben wir auch. Wait, ich möchte. Machen wir mal KP Plus. Patex, kriegst du KP Plus? Gesundheit ist gestiegen. Yay, Kulo, da bist du voll der kratze Boy. Hypertrank, naja, immerhin. Immerhin. Guten Tag. Hab gehört, du willst kämpfen. Was willst du überhaupt hier? Naja, also, ich wollte euch da eigentlich stoppen, dass ihr die Spielerhalle. Den Schock, den Spielerhalle, wie auch immer. Hier vernichtet. Und zu euch macht. Zu eurem Nutzen macht. Oh, ich dachte, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Sander zu tauschen, Mann. Ich bin aber auch schlau, ey. Da können wir mal gerne sagen, wie ihr das Spiel eigentlich so findet. Weil ich finde das Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Für damalige Verhältnisse finde ich es ganz in Ordnung. Aber ich weiß nicht. Ich finde den Nachfolger ist ja auch so gesehen eins meiner Lieblings-Pokémon-Spiele. Oder das Remake von dem Nachfolger ist so gesehen mein Lieblings-richtiges Pokémon-Spiel. Und ja. Deshalb finde ich so gesehen die zweite auch besser, weil man da auch diesen Ort hier, wo wir gerade sind, eigentlich so gesehen auch bereisen kann. Aber ich will nicht so viel spoilern für die, die es nicht kennen, weil ich auch bald ein Display machen will. Falls ihr gehört habt, das war mein Handy, also nicht wundern. Und ja. Ich habe sehr viele Displays auf meiner Liste, die ich machen möchte. Trotzdem, für die, die es nicht wissen, in meiner Kanalinfo, da habe ich einen Uploadplan, den ich nicht benutze. Egal, das mache ich nicht. Sondern, steht da ja unter wichtigen Informationen, so habe ich es genannt. Da kann man mir gerne eine PN reinschreiben. Hey, kannst du bitte, weiß ich nicht, Windwaker oder so, let's playen, keine Ahnung. Dann sage ich, yo, kein Ding, Mann. Ich nehme es in die Liste. Yo, Mann. Klaro, Bro. But only if you know the way. Okay, sorry, das muss jetzt einfach sein. Oh Gott. Ich stelle mir schon vor, wie ich dachte, dass sie disliked, weil ich You Know The Way gesagt habe. Weiß ich nicht, wo wir lang wollen. UG1 vielleicht? UG. Erstmal die E-Rape und dann... Wo sind wir? Genau hier sind wir. Ich glaube, der gibt uns noch mal einen Schlüssel oder so. Was hast du denn hier verloren? Wie gesagt, ich hoffe, du hast einen Schlüssel. Oder du hast wenigstens angenehme Pokémon, mit denen ich auch gut battlen kann. Aber wie ich sehe, hast du sie nicht. Schon wieder vergessen zu... Oh Mann. Okay, komm. Das muss ich jetzt... Ich laber zu viel. Da vergesse ich einfach alles. Oh, ich sollte mein Pokémon mal heilen, ne? Wäre mal keine schlechte Idee, so. Ja, ja. Ich habe keine AP mehr dafür. Ich weiß. Ich glaube, nachdem wir hier raus sind, gehen wir noch nach... Lavandia? Nee, können wir hier nicht. Ich weiß schon, wie es weitergeht. Nach der 4. Arena kommen wir zur 5. Arena, dann müssen wir nach Lavandia. Das hat nämlich einen Grund. Ich hoffe, das finden wir hier raus, sonst muss ich das selber sagen. Das weiß ich halt nicht. Danach kommen die letzten drei Arenen, 6, 7 und 8. Ich weiß noch, 7 und 8 ist, wenn ich es sagen würde, wo die sind, zumindest wäre es mega Spoiler. Und mir fällt auch schon ein paar Glitches ein. Egal, 6 Arena, wo war das nochmal? Ah ja, stimmt, das war, ah ja, ja. 6 Arena ist in einem Ort, den ich jetzt nicht persönlich hasse, aber auch nicht wirklich mag. Wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, ich verrecke hier gerade, kann das sein? Das ist wahrscheinlich auch nicht die stärkste Attacke, ich weiß, aber ich habe jetzt keinen Bock, um was anderes einzusetzen. Nice, Level 30. Und jetzt will ich auch mal tauschen. Das Pokémon. Was ist passiert? Ach, das ist eine Abkürzung. Ach so, das ist eine Abkürzung. Na dann. Patex, denn er braucht Erfahrung. Und danach
Oh, fuck. Ich mache kurz einen kleinen Cut, ich habe irgendwas gesehen. Jetzt gerade, als ich meine Aufnahmen geguckt habe, meine Qualität meiner Stimme ist ja irgendwie nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich schrecklich. Kann das sein? Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht ganz genau, mit was ich halt aufnehme in solche Spiele. Weil sowas wie Fraps, erkennt das nicht. Ja, was ist das? Kenne ich nicht. Und ja, das ist dann blöd. Oh, ich glaube, wir sind hier richtig. Hi Jungs, wie geht's euch? Oh, die wollen gar nicht. Okay, dann kämpft heute nicht. Warte, ich will aber schon mit denen reden. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite der Macht? Was, bist jetzt Star Wars oder was? Ja gut, wenn man mit denen redet, dann kämpfen die. Wahrscheinlich sind deren Pokémon etwas stärker. Ja, ein kleines bisschen, aber auch nicht ganz groß. Anders, also ja. Ich weiß echt nicht, wieso meine Audioqualität jetzt gerade in diesen Videos, in diesem letzten Pokémon-Video, so schlecht ist. Ich hoffe, das kommt nicht vor, weil sonst, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur gerade dran. Ich muss das mal comparen. Gut, anderes Thema ist es aber. Ja, toll, es ist da. Komm, Skrutte, brauchen dich. Komm, ich will das nicht entwickeln, Mann. Du und Toboga, also Patex, ihr seid die Einzigen, die sich noch entwickeln müssen. Komm schon. Ich weiß auch, wir kriegen bald, soweit ich weiß, nach der vierten Arena, können wir, soweit ich weiß, schon unser nächstes. Nee, ich glaube sogar nach der sechsten. Nee. Nach der vierten oder nach der fünften können wir unser nächstes Pokémon bekommen. Und unser letztes Teammitglied, das kommt sehr, sehr viel später, also reden wir darüber erstmal nicht. Ein Arbok. Das heißt, lieber Skrull bekämpfen. Ist safer. Es gibt bestimmt irgendwelche Pros unter euch, die sich mit allem auskennen. Wie man mit Emulatoren umgeht und alles. Und. Ups. Nein, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Egal, habt ihr nicht gehört, auf jeden Fall. Oh nein, ich Level 32. Skrull will auch, dass er sich entwickelt. Ah, ouch, ja, ist verdient. Habt ihr den Grab-Bug gesehen? Das war gerade für kurze Zeit offen. Was? Gnade, Boss, ich habe versagt. Du warst es, der unsere Pläne am Mondberg zunichte gemacht hat. Stimmt, da war ja auch noch was. Ja, das war ich. Und ihr solltet Angst vor mir haben. Du mit deinem mickrigen 3 Pokémon kannst dir nichts. Ich weiß, ich habe 5 Pokémon im Team. Das ist ein Evoli, was ich noch habe. Das habe ich nicht abgegeben, weil ich ein Lappen bin. Ja. Ich hoffe, wir schaffen das HQ in dieser Folge. Damit wir dann in der nächsten Folge die Liga anstreben können. Ich habe echt Lust, das Spiel zu beenden. Nicht, weil ich... Oh, ich Lappen, wie soll ich biss sein? Nicht aus dem Grund, dass es mir keinen Spaß macht, sondern... Ich weiß nicht. Es ist mir ein bisschen zu... Ich weiß, ich kann halt so gesehen, ich liebe Pokémon über alles, das müsst ihr verstehen, aber ich kann halt nicht Pokémon immer spielen. Das ist so sowas. Das geht bei mir nicht. Ich kann nicht die ganze Zeit irgendein Pokémon-Spiel spielen. Oh, jetzt hätte ich wieder tauschen müssen. Oh. Egal, kriegt Skröte wenigstens etwas Erfahrung. Wieso nicht? Wieso nicht? Biss und die Sache ist gegessen. Haha. Ha, Humor immer weg. Nein, okay. Ja. Jetzt auf einmal haben die hier. Machen ja in ihr Froko mit deren Pokémon. Teilweise. Ich frage mich nicht wieso. Hä? Was ist passiert? Wieso hab ich jetzt angegriffen oder nicht? Oh nein. Oh nein. Nein, nein. Oh. YOLO! Oh nein, mein Pokémon ist geschädigt. Egal, greifen wir mal weiter an. Aber komm, er ist jetzt auch besiegt. Kann ich jetzt außerhalb des Kampfes machen. Dieser Junge ist einfach unschlagbar. Tja, ich bin halt gut, ne? Willst du das Team Rocket zugrunde richten? Ja. Oh, wait. Oh, da ist schon das Ende. Aber ich möchte erstmal nach links gehen. Ich will wissen, was da ist. Um ehrlich zu sein. Also, ja. Ich muss ja die Spannung halten und so. Was haben wir denn hier unten? Item, okay. Das war's.
Na gut, wenn ich es tragen könnte. Was ist denn da oben? Ich glaube, da waren wir aber schon. Also ja, können wir das eigentlich vergessen? Ich würde das Item aber noch gerne nehmen. Ich möchte gerne wischen. Wash. That is. Ich möchte gerne, dass sich mein Skröte hiermit befüttert. Kriegst du Level 33? Keine Entwicklung. Ich glaube, erst ab Level 36 entwickelt sich das. Eisen. Echt? Ein Eisen kriegen wir jetzt hier. Das stärkt die Verteidigung, soweit ich weiß. Das können wir mal bei ein paar Ersatze oder so machen. Ich halte nichts von diesen Medizin-Items. Also ja. Gut, aber anscheinend sind wir hier am Ende. Hi, wer bist du denn? Du bist der Boss. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Ach, kein großes Gelaber. Einfach nur ein Kampf, okay, cool. Da haben wir ihn. Giovanni, der Leiter von Team Rockets. Er spielt eine große Rolle in dem Spiel. Nachfolger, glaube ich, nur durch ein Event. Ja, das passt jetzt nicht. Ich sollte lieber zu Satz wechseln. Ich habe irgendwie das Gefühl so, dass ich keine Pokémon von uns entwickeln möchte. Ach so! Oh! Ja, okay, jetzt Kröte, du kannst doch gerne wiederkommen. Mit Satz kann ich momentan nicht kämpfen. Und ich weiß, Tauboga dauert auch, glaube ich, genauso lange wie Skröte sogar. Kann gut sein. Also ja. Ich gehe mir davon aus, dass mein neues Let's Play dann jetzt, wo ich es aufnehme, am 23. nehme ich es gerade auf. Ich glaube, das wird dann nächste Woche kommen. Ein Rihorn. Haben wir das schon mal gesehen? Ich glaube nicht. Ja, da haben wir ein Rihorn. Aber das ist Geschichte. Lel. Kanga. Oh! Das möchte ich jetzt mal, ehrlich gesagt, mit Patex machen. Ich möchte mal sehen, wie viel Patex aushält. Oh, wie cool das aussieht. Soweit ich weiß, ist Kangama immer nur weiblich, weil es hat immer ein Baby. Jedes Kangama hat ein Baby. Und ja. Ich frage mich nicht, wie sie sich paaren. Ich will es nicht wissen. Oh, Kometenhieb. Nein. Das ist eigentlich schon eine starke Attacke, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier so viel bringt. Wir retten ihn auf jeden Fall. Oh, ist gleich auch schon zu Ende, leider. Boah, ich habe irgendwie Lust, nochmal das aufzunehmen. Was? Nein! Oh, nein! Okay, Skröte. Ich glaube, Patex ist da noch ein bisschen unterlegen. Sagen wir es so. Nicht schwach oder so, aber halt unterlegen bei diesem Pokémon. Aquaknarre, was macht das eigentlich? Das ist eigentlich. Ich weiß nicht, ob der Typ normal. Eigentlich ist der Typ normal, ne? Deshalb sollte das nicht sehr effektiv sein. Ja, wusste ich es auch. Ja, er ist halt Typ normal. Ich dachte eigentlich immer, der wäre Typ. What? Also nicht Typ What, aber What? Okay. Evoli muss jetzt für uns einspringen. Lol. Skröte ist down gegangen, was? Ja, ich dachte immer, der wäre Typ Gestein oder Boden oder sowas. Weil halt so. Guck dir einfach das Artwork an, oder? Da gibt es mal Vogel ein, Kangama. Ihr seht dann, wie der aussieht. Da dachte ich halt immer, der wäre halt nicht so gesehen normal. Typ normal. Schade, dass auch er keine eigenen Theme hat. Das kommt halt alles erstmal in den nächsten Gens. Und in Remakes. Wir müssen uns halt damit abfinden. Oh, Raserei, nervt doch nicht! Geh einfach verrecken, Dankeschön. Holztreffer hilft mir bei der Sache raus. Und das war's an Angel schon. Nein! Ich hab kläglich versagt. Ja, leider schon. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch davonziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Und er hält ein Sifscope. Okay, wir kriegen das sogar hier schon. Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wisst ihr was? Ich bin zu faul. Wir setzen jetzt Fluchtseil ein. Oh! Habt ihr das gerade gesehen?
spule mal zurück, genau an dem Stelle, wo ich hochgesprungen bin. Da war ich einfach nur Zahlen. Ich kenne ja so einen Glitch aus diesem Spiel. Lol, ich war einfach nur so komische Buchstaben. Habt ihr das gesehen? Ja, wir haben die Sith Scope. Die können wir dann für die Lavender Town benutzen. Tower, meine ich. Ja, aber die Folge ist jetzt zu Ende. An dieser Stelle. Hier nochmal gezeigt, dass das hier genauso aussieht wie im Motel. Ja, wir möchten gerne das Depot mal heilen. An der Stelle würde ich dann sagen, spiele ich wahrscheinlich oder vielleicht ein bisschen weiter. Für euch ist aber hier in dieser Folge Schluss. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut die nächste Folge rein. Ihr würdet gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abo wäre auch nicht schlecht und die Glocke natürlich ganz anschalten, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Ciao.